Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Hans Magnus Enzensberger, kräubst du das Lärt? Neologismus. Kräubst du das Lärt, wo die Zertissen bräuen, im dischen Lob die Gonten schaffeln gäun, ein Sichter Wold vom bluschen Hürzel waust, die Mespe Strall und Hiech der Läuber staust, kräubst du es will? Da fahren, meut ich mit dir um ein Gebeichlerzahn. Kräubst du das hieß? Auf Satzeln rießt das Drauch, es glapscht der Suhl, es schappert das Gemauch, und Müsseldrehler strohn und spauen mich an. Was hirscht man dir, du Ampfes Kämmt, Gespran? Kräubst du es will? Da fahren, meut ich mit dir um ein Berasperzahn. Kräubst du den Brack und seinen Weifelzerk? Das Mohlmaar sämt im Nischel seinen Werk, im Hunkeln war's der Drannen, Alsche brist, es strifft der Faus und über ihn die Flist. Kräubst du es will? Da fahren, grabst unser Werk, o Feichsler, läus uns zahn. Hans Magnus Enzensberger, geboren am 11. November 1929 in Kaufbeuren, lebt in München über 90 Jahre alt. Er ist Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber, Redakteur. Er hat mit einer Arbeit über Brentanos Poetik ist er promoviert worden. Er hat lange Jahre im SDR hier in Stuttgart gewirkt, SDR, der jetzige SWR in Baden-Baden. Er war Lektor am Surkamp Verlag. Er hat das Kursbuch herausgegeben und wurde 1963 mit 33 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Viele weitere Preise sind dann gefolgt. Enzensberger ist viel gereist, er hat in Norwegen, in Rom gelebt, auf Kuba, war zur Zeit der Studentenbewegung dieser Bewegung nahegestanden, hat Kritik geübt an der digitalen Überwachung, die uns droht. Ein kritischer Geist, der mit seinen politischen Statements auch oft angeeckt ist. Und unbedingt und ohne Frage die literarische Szene in Deutschland belebt hat. Und beleben, das tut er auch mit diesem Gedicht. Er belebt ein ganz altes Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Enzensbergers Gedicht ist erschienen in Geisterstimmen, Übersetzungen und Imitationen 1999. Und was er tut, ist sozusagen dieses Gedicht von Mignon aus Wilhelm Meisters Lehrjahren 1795, 96 erschienen, zu übersetzen. Und um dieser Übersetzung gerecht zu werden, müssen wir das Original von Goethe uns noch einmal anhören. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen, ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir um mein Geliebter ziehen. Kennst du das Haus? Auf Sälen ruht sein Dach, es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, und Marmorbilder stehen und sehen mich an. Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir um mein Beschützer ziehen. Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg. In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut. Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin geht unser Weg. O Vater, lass uns ziehen. Wie kommt Enzensberger darauf, dieses Gedicht zu übersetzen?
Und warum er das macht, dazu muss man sich ein bisschen in Erinnerung rufen, was dieses Goethe-Gedicht für eine Aura hat. Dieses Gedicht ist das Hohelied der Sehnsucht. Das Hohelied der Sehnsucht nach dem Süden, einer Sehnsucht, die uns Nordländer, die wir im kalten Norden leben, immer wieder packt. Die Sehnsucht nach der Natur dort, nach der Kunst, nach den antiken Kunstwerken, nach der Glorie einer vergangenen Welt. Gesungen wird das Lied von einem 13, 14 Jahre alten Mädchen, ein knabenhaftes Kind noch, Mignon. Es spricht nur gebrochen Deutsch und ist Mitglied einer Schauspielertruppe mit Tänzern und Gauklern. Das Kind einer inzestuösen Liebe zwischen einem Harfner und seiner Schwester. Es wird geschlagen, es ist seiner Heimat beraubt. Es wird von dem Menschen, von dem Mann, den es so sehr liebt, nicht als Geliebte angenommen, ist herzkrank und ein früher Tod ist diesem Kind beschieden. Diese Mignon verkörpert nun die Sehnsucht nach dem gelobten Land und das Leiden. Ihre Eltern singen, nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Die Sehnsucht nach dem Verlust, nach dem verloren gegangenen Paradies hier auf Erden, aber auch nach dem verloren gegangenen Paradies der Kindheit, der Heimat, dem Verlust an Geborgenheit. Es ist ein Lied, das sich an einen Geliebten, an einen Beschützer, an einen Vater wendet. Es ruft ihn an, es bittet ihn um Hilfe. Angesichts einer Bedrohung, die in der letzten Strophe gemalt wird, ein Weg, der Weg in die Zukunft, im Nebel, ins Ungewisse. Dort, wo uralte Bedrohungen auflauern, Drachen in Höhlen, die Natur den Menschen gefährdet, dorthin geht der Weg, der unausweichlich ist, ins Ungewisse. Und er wird angenommen, dahin will ich mit dir, Vater, ziehen. Es ist natürlich auch ein Weg hinauf auf einen Berg und dann ist die Frage, wie man dieses Hinaufgehen auf einen Berg auch interpretiert, aber das möchte ich jetzt einmal beiseite lassen. Nichts davon ist mehr in der Übersetzung von Enzensberger übrig geblieben und dennoch ist alles da, denn Enzensberger erhält den Gestus dieses Gedichtes von Goethe vollkommen. Er belässt die Fragen, die Ausrufe, die O-Ausrufe, die Syntax, die Strophenform, die Reimpaargestaltung, alles ist da. Und alle Worte in seinem Gedicht haben dieselben Anfangs- und Endbuchstaben wie in Goethes Gedicht. Alles andere wird freilich ersetzt. Und dadurch erklingt auf einmal ein vollkommen neues Mignon-Lied. Die Übersetzung, die Enzensberger leistet, wirkt wie eine Schocktherapie, wie ein Defibrillator, der das Herz des Alten auch durch die vielen Interpretationen versteinerten Gedichtes wieder neu zum Schlagen bringt, der das Alte erzittern lässt und ins Holpern bringt und dadurch ihm neues Leben gibt. Und das macht er einfach, was heißt einfach, hochpoetisch, indem er die Vokale und die Konsonanten zwischen dem Anfangs- und Endbuchstaben der Worte ersetzt. Wenn man sich Goethes Gedicht anhört, Goethe ist einfach ein Meister in der Vokalisierung und seine Gedichte sind nicht umsonst so oft vertont worden, weil man sich auf seinen Vokalen ausruhen kann als Sänger. Die erklingen einfach wunderbar. Ich lese Ihnen nochmal zwei Zeilen vor. Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut. Das sind seine Vokalisierungen, die
schon, wenn man sie spricht, wie Gesang klingt. Was macht Enzensberger daraus? Im dischen Lurb die Gonten schaffeln geun, im Hunkeln warst verdrannen alsche Brist. Das klingt holprig, das klingt nicht mehr so wohlklingend, das klingt nicht mehr so gesanglich, wie das das in den Zeilen von Goethe tut. Und ein Himmel wird zu einem Hirzel, eine Myrte wird zu einer Mespe, ein Still wird zu einem Strall, ein Rot zu einem Riest. Das klingt alles sehr viel spröder, sehr viel abrupter, sehr viel holpriger und nimmt durch die neue Lautung dem alten Gedicht seinen Pathos, seine Aura. Das hohe Lied der Sehnsucht und des Leidens reizt zum Lachen, es nimmt ihm seinen Ernst, es verulgt es scheinbar. Es gibt es scheinbar dem Lachen preis, aber das tut es eben nur scheinbar, denn es ermöglicht durch diese Neuübersetzung und Neuerfindung einen frischen Zugang auch zum Alten. Durch die Verfremdung wird das Alte neu erfunden. Es ermöglicht ein unverstelltes Herangehen, ein kindliches Aufnehmen des Alten wie neu. Es befreit vom Ballast der Interpretationen, die die Geschichte auf dieses Gedicht von Goethe gelegt haben. Und der Unsinn der Worte in dem Gedicht von Enzensberger ermöglicht eine neue Auseinandersetzung mit dem Sinn. Das Gedicht von Enzensberger ist freilich selbst nicht nur eine Verballhornung, sondern Poesie. Enzensberger hat geschrieben 1960, was nicht selber Poesie ist, kann nicht Übersetzung sein. Eine Übersetzung muss selbst poetisch sein, muss etwas vollkommen neu erfinden. Und das hat er mit dieser Übersetzung getan. Darüber hinaus, als moderner Dichter, macht er etwas, was sehr typisch ist für die moderne Dichtung. Er bezieht sich als moderner Dichter auf Texte der Vergangenheit. Das Stichwort ist Intertextualität. Man referiert nicht mehr auf die Wirklichkeit, sondern auf Texte, die vor einem geschrieben worden sind und bewegt sich somit im Rahmen der Sprache, die man ständig neu erfindet und neu mit Sinn begibt. Letztendlich tut Roland Barthes auch nichts anderes in den Fragmenten einer Sprache der Liebe. Denn auch Roland Barthes beschäftigt sich ja nicht mit der Liebe, sondern mit der Sprache der Liebe, mit den Texten, die über Liebe geschrieben worden sind. Hinzu kommt, dass Goethes Gedicht ja selbst eine Übersetzung ist. Mignon spricht nur gebrochen Deutsch, ein barbarisches Deutsch, und Wilhelm übersetzt ihr Lied in meisterhafte Poesie. Enzensberger tut quasi nichts anderes, als die wohlgeformten Worte Wilhelms wieder zurück zu übersetzen in ein etwas barbarisch klingendes Deutsch. Enzensberger ist ein Mann, der wie wenig andere Altes lebendig machen konnte. Unvertrautes vertraut und Vertrautes unvertraut. Und das macht ihn so aufregend und so spannend, gerade auch in einer Zeit, in der ein Stichwort wie Nachhaltigkeit umgeht und der Versuch, in einer Welt zu leben, in der man nicht ständig aufgeregt Neues produziert, sondern sich auch auf Altes besinnt und ihm neue Qualität abringen kann.